Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert. Wir klären in diesem Video einen Begriff aus der Produktionswirtschaft und zwar den Begriff Kanban. Das kommt aus dem Japanischen und bedeutet Zettel oder Karte. Und was heißt das? Nun, stellen wir uns vor, ein Produktionsprozess. Das heißt, da werden Teile produziert, hier in dieser Stufe A und dann in der Stufe B weiter produziert. Und hier kommt vielleicht dann noch eine Produktionsstufe C. Und A und B, also eine vor- und nachgelagerte, ja, hier vorgelagerte und hier nachgelagerte Produktionsstufe, das heißt B verarbeitet weiter das, was von A kommt, sind über ein Pufferlager miteinander verbunden. Das heißt, der Produktionsprozess geht in diese Richtung hier und jetzt kommt das Entscheidende, nämlich B holt von diesem Pufferlager die Teile, die B braucht, um hier weiter zu verarbeiten, und A füllt auf. Das heißt, der Impuls, das Lager aufzufüllen, ist gegenläufig über einen Zettel oder eine Karte von B nach A. A produziert für B, aber B sendet den Impuls zum Auffüllen an A. Ja, also Produktion, produzieren in diese Richtung hier, diese Richtung, und auffüllen in die gegenläufige Richtung. Das ist das Kanban-Prinzip und führt dazu, dass die Lagerbestände extrem niedrig sind und immer abgestimmt sind auf das, was die entsprechenden Produktionsstufen brauchen. Also es wird eine Überfüllung des Lagers oder der verschiedenen Zwischenlager wird vermieden. Die Lagerbestände werden dadurch sehr niedrig gehalten. Kanban, Zettel oder Karte kommt aus dem Japanischen und nur in einem solchen Land, wie ich immer sage, kann man solche Systeme erfinden, weil in Japan extreme Platznot herrscht. Ja, dort ist es sehr, sehr eng und dort ist man allein schon deswegen bestrebt, die Lager sehr, sehr niedrig zu halten. Ja, das ist das Kanban-Prinzip. Wenn Sie noch mehr wollen, wenn Sie leichter und schneller lernen wollen, schauen Sie unbedingt in meinen Shop spaßlerndenk-shop.de. Schauen Sie unbedingt rein, wird Ihnen das Lernen erheblich erleichtern, wird die Lernzeit verkürzen, wird Ihre Erfolgserlebnisse steigern und verbessern. Schauen Sie rein. Mein Name ist Marius Ebert. Alles Gute.